Damit kommen wir zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und ich erteile zunächst Herrn Bundesminister Hubertus Heil das Wort. Herr Minister, Sie können auch gerne noch eine halbe Minute warten, bis die Wiedersehensfeierlichkeiten bei der SPD erloschen sind, und dann macht es mehr Sinn. So, nun. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Unser Land steht zweifelsohne vor großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, vor allen Dingen in diesem Herbst, im Winter, auch im nächsten Jahr. Viele Menschen machen sich Sorgen, wie sie ihre Rechnung bezahlen. Viele, vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, haben Angst davor, dass Energiekosten, auf der anderen Seite fehlende Konsumnachfrage, ihr Geschäft beschädigt. Und viele Menschen machen sich auch schon wieder Sorgen, was das für ihre Arbeitsplätze bedeutet. Die Ursache dafür, und das dürfen wir in dieser Debatte nicht vergessen, ist die Tatsache, dass wir erleben, dass Energie als Waffe eingesetzt wird, als Waffe, um den sozialen Frieden zu untergraben. Genau das ist Putins Kalkül. Ich bin mir sicher, bei aller Größe der Herausforderung, dass wir eins miteinander hinbekommen müssen. Putin wird unsere Gesellschaft nicht spalten. Er unterschätzt den sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft, und darum geht es auch in dieser Debatte. Denn es ist ja nachzulesen, was er versucht, westliche Demokratien zu destabilisieren, nicht nur die Ukraine zu überfallen, sondern uns zu schwächen. Aber ich will Ihnen sagen, warum ich trotz aller Größe dieser Herausforderungen, da schätzt überhaupt niemand, was das für eine Größe ist, zuversichtlich bin, dass wir Deutschland sicher durch diesen Winter bringen können. Denn zum einen haben wir seit Anbeginn dieser Bundesregierung alles getan, um die Gasversorgung in Deutschland zu sichern, die Speicher zu füllen, Ersatz zu beschaffen, dafür zu sorgen, dass die vierte Stufe einer Gasnotlage nicht ausgelöst werden muss und dass es Knappheiten gibt, die zu Verteilungskonflikten zwischen Wirtschaft und Verbrauchern führt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht, und ich finde, der Bundeskanzler hat das sehr eindrucksvoll in seiner Rede in dieser Woche deutlich gemacht. Es war harte Arbeit, und es ist harte Arbeit. Und klar ist auch, wir müssen was tun, damit die Preise bei Energie runtergehen. Beim Strommarkt hat die Koalition beschlossen, mit einer Strompreisbremse dafür zu sorgen, dass wir eben nicht durch Zufalls- oder Übergewinne im Strommarktdesign zulassen, dass der Strompreis noch weiter steigt. Und wir werden auch beim Gaspreis Maßnahmen ergreifen. Aber, meine Damen und Herren, trotz alledem sind die Energiekosten hoch. Und die Tatsache, dass auch allgemeine Lebenshaltungskosten viele Menschen belasten, sind Aufgaben, denen wir uns zu stellen haben. Und deshalb haben wir mittlerweile Entlastungspakete von fast 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um gezielt vor allen Dingen Menschen mit mittleren und unteren Einkommen zu entlasten. Dazu gehört, dass wir zum 1. Januar die Regelsätze anpassen werden in der Grundsicherung, im neuen Bürgergeld. Dazu gehört die größte Wohngeldreform, die es in dieser Republik gegeben hat, um Mieterinnen und Mieter mit geringem Einkommen zu unterstützen, auch mit einem Heizkostenzuschlag nochmals. Dazu gehört, dass wir an Geringverdiener gedacht haben, indem wir dafür sorgen, dass Menschen, die weniger als 2.000 Euro verdienen, nicht nur erleben, dass die Erhöhung des Mindestlohns, der ja auch zum 1. Oktober auf 12 Euro gehen wird, mehr Geld in der Tasche haben, sondern wir werden ihnen durch eine Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen auch mehr Geld in der Tasche lassen, und das ohne, dass der soziale Schutz im Bereich der Midi-Jobs sich für die Beschäftigten verringert. Ich bin froh, dass wir mit den Beschlüssen der Koalition nicht nur Entlastung haben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der Energiegeldpauschale, die jetzt zum 1. September kommt und auch an Selbstständige gedacht haben, sondern dass wir es auch hinkriegen, dass Studierende, dass Fachschülerinnen und Fachschüler und dass auch die 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland Unterstützung bekommen. Die 300 Euro werden ankommen, meine Damen und Herren. Das haben wir in der Koalition beschlossen. Das Kindergeld wird angepasst, auch der Kinderzuschlag wird erhöht. Und, meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir auch an die arbeitende Mitte in diesem Land denken. Deshalb stehe ich zu den steuerlichen Beschlüssen, die wir gefasst haben. Es geht nicht darum, dass wir einzelne Gruppen nur im Blick haben.
Es geht darum, die gesamte Gesellschaft im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaft nicht durch Putins Krieg zerrissen wird. Das ist unsere Aufgabe, und der stellen wir uns. Wir müssen aber auch die wirtschaftliche Substanz und die Arbeitsplätze durch diesen Winter bringen. Und deshalb bin ich froh, dass mein Kollege Robert Habeck heute in seiner Rede, in seinem Teil deutlich gemacht hat, dass wir einen Schutzschirm auch für mittelständische Unternehmen erweitern werden. Und ich werde meinen Beitrag leisten, auch in dieser Zeit dafür zu sorgen, Arbeitsplätze zu sichern. Deshalb kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, wir werden am nächsten Mittwoch im Kabinett beschließen, nicht nur, dass wir den vereinfachten Zugang zur Kurzarbeit in diesem Sommer, in diesem Winter weiter verlängern, sondern wir werden den Deutschen Bundestag auch bitten, uns alle Handlungsoptionen für eine wirtschaftliche Eskalation im Bereich der Kurzarbeit zu geben. Das ist uns in der Corona-Zeit gut gelungen. Denn Corona war ja nicht nur die größte Gesundheitskrise und ist es in unserer Generation, sondern auch die tiefste Wirtschaftskrise. Und trotzdem haben wir den deutschen Arbeitsmarkt robust durch diese Krise gebracht. Wir haben Millionen von Arbeitsplätzen gesichert. Und das will ich, dass uns das auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten gelingt. Deshalb wird die Brücke der Kurzarbeit auch in diesem Winter den beschäftigten Unternehmen in Deutschland zur Verfügung stehen, meine Damen und Herren. Es geht also um eine ernste Situation. Und es ist vollkommen legitim, dass in diesem Hause, jedenfalls unter den demokratischen Parteien, über Mittel und Wege und Instrumente gestritten wird. Das ist in einer Demokratie vollkommen üblich. Aber ich bitte Sie bei einem Streit um das Einzige nicht zu vergessen, wer unser eigentlicher Gegner ist. Er sitzt in Moskau, er will diese Gesellschaft spalten, er will uns verunsichern, er will uns von der Solidarität zur Ukraine abbringen. Und das werden wir nicht zulassen dürfen als Gesellschaft. Deshalb bekräftige ich, was ich kurz nach dem 24. Februar von diesem Pult aus gesagt habe. Ich bin der festen Überzeugung, das ist die gesamte Bundesregierung, das ist die gesamte Koalition. Ich glaube, die meisten Demokraten hier auch im Hause. Äußere Sicherheit und innerer sozialer Friede sind zwei Seiten derselben Medaille. Das müssen wir im Blick auf die Herausforderungen vor uns haben. Wir werden uns nicht spalten lassen, und wir werden diese Gesellschaft zusammenhalten. Trotz aller Kraft, die wir daran setzen, diese Krise zu meistern, diese Bewährungsprobe für unser Land wirtschaftlich und sozial zu bewältigen, dürfen wir dabei nicht vernachlässigen, dass diese Gesellschaft nicht nur Krisenmanagement braucht, sondern sie braucht auch Fortschritt. Und deshalb werden wir Themen nicht auf die lange Bank schieben, die wir uns als Koalition für die wirtschaftliche und die soziale Erneuerung dieses Landes vorgenommen haben. Wir haben gestern beim Fachkräftegipfel beispielsweise darüber gesprochen, dass wir im Blick auf den demografischen Wandel dafür sorgen müssen, dass langfristig nicht, wie wir das jetzt schon in vielen Branchen und Regionen in Deutschland erleben, der Mangel an Arbeits- und Fachkräften zur dauerhaften Wachstums- und Wohlstandsbremse für Deutschland werden darf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gestern mit Wirtschaft und Gewerkschaften, mit Bund und Ländern und in der Koalition uns auf konkrete Maßnahmen verständigt haben, um die inländischen Potenziale in diesem Land voll zu erschließen. Dazu gehört, dafür zu sorgen, dass wir mit einer Ausbildungsgarantie dafür sorgen, dass möglichst alle jungen Menschen eine Chance auf berufliche Ausbildung haben. Dazu gehört Berufsorientierung, wenn es nach mir geht, ab der 5. Klasse an jeder Schulform. Dazu gehört Mobilität, dazu gehört ein Angebot von betrieblichen Ausbildungsstellen, aber dazu gehört im Notfall in unterversorgten Gebieten auch überbetriebliche Ausbildung. Es geht um den Ausbau der jungen Berufsagenturen, die wir uns vorgenommen haben. Es geht darum, Menschen, die einen Berufsabschluss verpasst haben, mit der Bürgergeldreform eine Chance zu geben, einen Berufsabschluss nachzuholen. Bei der Bürgergeld geht es nicht nur um die Frage der sozialen Unterstützung und der Entbürokratisierung. Das ist auch wichtig. Es geht darum, dass wir Menschen und zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, eine neue Chance eröffnen und im Zweifelsfall sie nicht in irgendwelche Hilfstätigkeiten drücken und das Jobcenter sieht sie dann nach ein paar Wochen oder Monaten wieder, sondern dafür zu sorgen, dass sie einen Anreiz haben finanziell, aber auch die Möglichkeit, einen Berufsabschluss nachzuholen, auch das ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Wir werden zudem vor allem die Frauenerwerbsbeteiligung in Deutschland erhöhen müssen und auch Menschen, die eingeschränkt sind, als Chance für unseren Arbeitsmarkt begreifen und Hürden abbauen. Und wir werden gleichzeitig
qualifizierte Zuwanderung mit einem modernen Einwanderungsgesetz für Deutschland schaffen. Das ist Wohlstandssicherung, meine Damen und Herren, auch über die Krise hinaus, die wir betreiben werden. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit, um Ihnen auch noch deutlich zu machen, was die Bürgergeldreform ist. Das werden meine Kolleginnen und Kollegen machen. Ich will Ihnen auch sagen, dass wir in diesem Jahr auch noch die Sicherung des Rentenniveaus über 2025 hinaus machen werden. Sie sehen also, diese Koalition hat die Kraft und die Entschlossenheit, nicht nur diese Krise für Deutschland zu meistern, sondern auch für Zukunft zu sorgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Heil. Knapp an der Strafminute vorbeigeschrammt. Nächster Redner ist der Kollege Hermann Gröhe, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Bundesminister, unser Land, auch unsere Wirtschaft und unser Sozialstaat machen zurzeit einen dramatischen Stresstest durch. Die Pandemie ist noch nicht überwunden. Da treffen uns die Folgen von Putins Angriffskrieg und die Energiepreisexplosion mit großer Wucht. Zugleich dürfen wir nicht vergessen, viel, viel härter trifft dieser Krieg die Menschen in der Ukraine selbst. Täglich sterben dort Frauen, Männer und Kinder. Wir wollen den Erfolg der Ukraine als Voraussetzung für den Frieden. Und ich danke allen, die in unserem Land sich jetzt für die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine und für die Unterstützung der Ukraine selbst einsetzen, für ihren starken, großartigen Einsatz. Wir wollen, dass unser Sozialstaat diese Herausforderung gut meistert. Wer auf einen dramatischen Winter hofft, wer will, dass aus der Sorgen vieler Menschen Wut wird, der versagt politisch und der versagt moralisch und der hat für sein schäbiges Tun eine klare Antwort aller Demokratinnen und Demokraten verdient, meine Damen, meine Herren. Wir unterstützen alle sinnvollen Maßnahmen, die Not vieler Menschen zu lindern. Gut, dass nun auch Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten eine Einmalzahlung erhalten. Wir haben dies nachdrücklich gefordert. Wir hätten uns eine gezieltere Einmalzahlung gewünscht. Mehr Geld für die, die bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft hinein jeden Cent umdrehen müssen. Keine Unterstützung für die, die sie nicht brauchen. Ein guter Ansatz ist es, Sonderzahlungen von Steuern und Abgaben zu befreien, wenn sich Sozialpartner darauf einigen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Hoffentlich nutzen viele Betriebe dies. Hoffentlich können sie es auch nutzen. Gar nicht zu diesen Maßnahmen passt eine Gasumlage, die die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft belastet, um auch Unternehmen zugutezukommen, die dies gar nicht brauchen. Wie sagt der SPD-Kollege Dirk Wiese, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Ende des Zitats. Sie hätten heute diesen Unsinn stoppen können. Sie hätten heute diesen Unsinn stoppen müssen. Schade, dass Sie dies nicht getan haben. Gerade in der Krise muss um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden. Am Samstag hat in meinem Wahlkreis in Neuss die Aluminiumhütte Rheinwerk ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Doch beim Gespräch mit Betriebsratschef und Werksleiter war uns nicht nach unbeschwerten Feiern zumute. Denn es zeichnete sich ab, was heute Gewissheit ist, ein Rückgang der Produktion, ein Zurückfahren der Produktion um 50%. Das Warten auf Lösungen bei Strompreis und Gaspreis bedeutet für diese Unternehmen das Bangen um den Fortbestand vieler Arbeitsplätze. Und dies gilt erst recht für viele klein- und mittelständische Betriebe. In dieser Lage ist es unverantwortlich, nicht alle Möglichkeiten der eigenen Stromerzeugung zu nutzen, um der Preisentwicklung entgegenzuwirken, meine Damen, meine Herren. Wenn wir die sozialpolitische Debatte des Sommers uns betrachten, dann waren viele Überschriften, Wortgeklingel und mancher Koalitionsstreit in der Ampel zu erleben. Sie haben ja das Bürgergeld angesprochen, Herr Minister, wortreich vorgestellt, von der FDP sofort und nachvollziehbar kritisiert, im Hinblick auf die Neuberechnung der Regelsätze und den weitgehenden Verzicht auf Sanktionen. Und zwar zu Recht, denn es wäre falsch, das Verhältnis von Grundsicherung und Arbeitsentgelten grundsätzlich zu ändern. Das hat der Koalitionsausschuss
Das hat der Koalitionsausschuss nun ja auch abgeräumt, denn in Ihrem Beschluss steht ausdrücklich, bei im Übrigen unveränderter Systematik solle, und darüber können wir ja reden, über eine schnellere Inflationsanpassung geredet werden. Wie Sie wissen, lehnen wir die weitgehende Abschaffung der Möglichkeit der Durchsetzung von Mitwirkungspflichten ab. Der Landkreistag warnt zu Recht eindringlich vor Schritten hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und der Kollege Johannes Vogel hat wörtlich zu einem fairen Bürgergeld erklärt, dazu gehöre das Zitat an dem vom Verfassungsgericht bestätigten Umfang von Sanktionen festgehalten wird. Zitat Ende, wo er Recht hat, hat er Recht. Sie aber nennen das Einknicken vom Mitwirkungsverweigerer auch noch Vertrauenszeit. Das ist absurd. Das sollte so nicht umgesetzt werden, meine Damen, meine Herren. Ja, es gibt Dinge zu tun. Der Revisionsbericht der Bundesagentur für Arbeit zeigt, die Maßnahmen der Unterstützung, Begleitung und Förderung müssen zielgerichteter werden. Wichtiger als neue Titel und Prämien sind Maßnahmen, die aus Sicht der Menschen, die sie zu ihnen gehen, auch Sinn machen. Hier ist harte Arbeit erforderlich und nicht einfaches Wortgeklingel. Und wir müssen eben bei 1,9 Millionen offenen Stellen alles tun, Menschen in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln. Und was tun Sie? Sie kürzen bei der Integration in Arbeit um 600 Millionen Euro. Ein völlig falscher Schritt. Der Arbeitsminister hat das Thema Fachkräftemangel angesprochen und Fachkräftezuwanderung. Ihm wird ja jedenfalls noch bewusst sein, dass wir in der letzten Legislaturperiode ein modernes Fachkräfteeinwanderungsrecht geschaffen haben. Ist deswegen die Arbeit erledigt? Nein. Wir müssen viel tun, um attraktiver zu werden. Schnellere Visaverfahren, mehr Spracherwerb, schnellere Berufsanerkennung. All dies wird mit neuen Überschriften nicht gelöst, sondern nur mit harter Arbeit. Dazu sollten Sie bereit sein. Und ein anderes Beispiel sei genannt. Ja, ich begrüße es, wenn die FDP im Sommer stolz über die Aktienrente geredet hat. Ich hätte mir gewünscht, die SPD hätte in der letzten Legislaturperiode ihr Versprechen, mit uns einen Neustart in der privaten Alterszusatzversorgung umzusetzen, auch getätigt. Aber jetzt sind Sie so stolz auf das Erreichte. Wo ist es denn im Haushalt? Wo sind denn die 10 Milliarden? Im zweiten Haushalt dieser Ampel kein Cent eingestellt. Und jeder weiß, 10 Milliarden in einem Kapitalstock sind kaum in der Lage, Zinserträge zu erwirtschaften, die bei 300 Milliarden Euro Rentenausgaben eine signifikante Rolle spielen. Sie reden schön, aber Sie tun zu wenig. So werden Sie Ihrer sozialen Verantwortung nicht gerecht, meine Damen, meine Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Röhr. Nächster Redner ist der Kollege Markus Knut, CDU-CSU. Gut, CDU-CSU-Fraktion. Ich war gerade etwas verwirrt, weil ich Bündnis 90 Die Grünen, Entschuldigung. Ja. Herr Röhr hat so viel Beifall. So weit ist es noch nicht und so weit wird es auch nicht kommen, Herr Präsident. Ich bin zwar Christ, aber bleibe bei den Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gröhe, ich glaube, wir müssen aus gegebenen Anlass mal über das Menschenbild sprechen, das uns offensichtlich hier trennt, die Ampelkoalition und Sie, und über die Haltung, mit der wir Menschen gegenübertreten, die unverschuldet in Not sind, lange keine Arbeit haben und, das wissen Sie ganz genau, zum überwiegendsten Teil verzweifelt Arbeit suchen. Wir von der Ampel gehen zunächst mal von der Haltung her von Zutrauen, Vertrauen, von Befähigung aus, und wir wollen die Talente wecken, die in jedem Menschen schlummern, und wollen ihn befähigen. Wir sehen in Menschen, die auf Sozialgesetzbuch II Leistungen angewiesen sind, keine Kostgänger oder Betrüger, sondern Personen, die, wenn man sie unterstützt, einen super Beitrag für diese Gesellschaft leisten können. Und Sie treten hier mit Unterstellungen, Missgunst und als erstes mit der Vermutung hier an, dass das Personen seien, jedenfalls zu beträchtlichen Teil, die gar nicht arbeiten wollten.
Und dieser Tage, das ist die Unterstellung, die in die Ehre der Subtext, der bei Ihnen mitschwingt. Und es gibt andere, die sagen es sogar sehr, sehr deutlich, auf fieseste Art und Weise. Markus Söder hat diese Woche auf einem Volksfest im Gillermoos gesagt, es solle keiner Geld bekommen, wer, wörtliches Zitat, gerne in der Tonne liegt und den Diogenes spielt, Zitat Ende. Also ich frage mich wirklich, wie verkommen und wie niederträchtig muss man sein, um vor einem gröhlenden, schon am Vormittag betrunkenen Publikum auf Kosten der Schwächsten dumme Pseudowitze zu machen. Jetzt sucht natürlich jeder sein Niveau. Machen Sie das. Aber die Wahrheit ist, praktisch niemand im Arbeitslosengeld-2-Bezug liegt in der Tonne gerne und spielt Diogenes. Im Gegenteil. Die Realität sieht so aus, dass die Personen rechnen müssen, dass viele von denen auch Versagenserfahrungen oder Misserfolgserfahrungen hinter sich haben, abgelehnte Bewerbungen. Viele auch, Sie haben es selber angesprochen, verfügen nicht über eine Berufsausbildung. Nein, der Minister hat es angesprochen. Ein Viertel ja nicht überall über einen Schulabschluss. Es ist eine große Problemlage, erst recht, wenn Kinder da sind. Und Personen, die an dieser Weise Probleme haben, sich selbst zu helfen, haben alles verdient, dass wir sie unterstützen. Und das ist auch die Zielsetzung von unserem Bürgergeld. Und diese aufmunternde und unterstützende Haltung eint alle drei Parteien, die diese Koalition bilden. Und ich sage Ihnen, die Sanktion, das geht ja auch von einer doppelten Lüge aus, dieses Gerede. Das eine ist ja tatsächlich, dass die Grundsicherungsbeziehenden arbeiten wollen, was unterschlagen wird. Und das zweite ist, wir werden doch hier kein bedingungsloses Grundeinkommen einführen und die Sanktionen abschaffen. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben eine 6-monatige Vertrauenszeit vereinbart in der Koalition. Und es geht darum, dass man erstmal grundsätzlich zunächst nicht für ewig auf der Basis von Vertrauen eine Arbeitsbeziehung zwischen Jobcenter, Fallmanagerinnen und Fallmanagern und Hilfebedürftigen beginnt. Und andere Vereinfachungsregelungen und Verschonungsregelungen sind gleichzeitig, das will ich hier sagen, sind Bürokratieabbau. Das sagen die Jobcenter selbst. Wenn man nicht gleich vom ersten Tag oder nach einem halben Jahr bereits die Angemessenheit der Wohnung prüfen muss, dann hat man keine Fähigkeiten und Kapazitäten mehr im Jobcenter. Da hat man keine Kapazitäten mehr im Jobcenter, um sich um die Arbeitsaufnahme und Qualifikation zu bemühen. Sagen die Jobcenter selbst. Und ich sage Ihnen auch, Fähigkeitsaufbau, Arbeitskräfteentwicklung ist Wirtschaftspolitik. Das Stichwort Arbeitskräftemangel ist hier gefallen. Wir können es uns nicht leisten, ein signifikantes Erwerbspersonenpotenzial brachliegen zu lassen. Und an der Stelle muss man natürlich den Konsolidierungsbeitrag, den dieser vorliegende Haushaltsentwurf ja auch erkennbar leistet, Eingliederungstitel, das Wort ist hier gerade seitens der Union im Zwischenruf gefallen, muss man sich natürlich daraufhin noch mal genau angucken, ob es diesem Ziel der Mobilisierung des Erwerbspersonenpotenzials auch wirklich gerecht wird. Das gilt auch für den Konsolidierungsbeitrag, der im Moment verzeichnet ist bei der berufsbezogenen Sprachförderung von Zuwanderinnen und Zuwanderern. Das ist eine Entwicklung, die dort festgeschrieben ist im Haushalt. Die ist gemacht worden, als es die Ukraine-Krieg und die Flüchtlinge aus der Ukraine, überwiegend ja auch qualifizierte Frauen, noch nicht gab. Ich glaube, wir würden uns wirklich einen Schaden zufügen als Bundesrepublik Deutschland und als Volkswirtschaft, wenn wir auch diese Arbeitskräfte nicht nur in ihrem eigenen Sinne, sondern auch für unsere Wirtschaft nicht nutzen, beziehungsweise nutzen hört sich gemein an, befähigen würden, dass wir hier an dieser Stelle auch zum guten Zusammenleben in diesem Land kommen. Und wenn Sie es nicht verstanden haben, wiederhole ich es noch mal für Sie. Die berufsbezogene Deutschförderung werden wir uns noch mal genau angucken, denn das ist eine wichtige Brücke zur Stärkung von Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit. Es wird alles nicht zum Nulltarif zu haben sein. Wir werden auch nicht Unendliches tun können. Aber wir tun alles, um die Würde und die Zukunft von Menschen hier zu unterstützen an dieser Stelle mit diesem Haushalt. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die gemeinsame Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kurt. Und,
bitte noch mal um Nachsicht, dass Sie sich einer falschen politischen Gruppierung zugeordnet haben. Das ist, Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Pohl, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kollegen, werte Bürger zu Hause an den Geräten. Der vorliegende Haushaltsentwurf ist ein Haushalt der Konzept- und Ahnungslosigkeit. Zeigt das linksgrüne Chaos in nüchternen Zahlen und er kann die Zerstrittenheit der Ampelkoalition hinter den Kulissen nicht verdecken. Es ist ein Haushalt der Ideologen, Träumer und Kostgänger, nicht aber ein Haushalt der Fleißigen und Vernünftigen in unserem Land. Kurzum, eine skandalöse Realitätsverweigerung kennzeichnet diesen Haushalt. Was ist Realität in Deutschland heute? Realität sind die vergessenen Rentner, also jener Teil des Volkes, der dieses Land aufgebaut hat und den Wohlstand erwirtschaftet hat. Es sind die Leistungsträger von gestern, die nicht glauben können, dass sie sich nach einem arbeitsreichen Leben mit Fragen des Heizens im Winter oder Stromsperren aufgrund nicht mehr bezahlbarer Energierechnungen befassen müssen. Meine Damen und Herren der Regierung, die Energiearmut befeuert die Altersarmut, und das ist das Zwischenergebnis Ihrer Ampelregierung. Ihre jämmerlichen 300 Euro reichen niemals, um die Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Kraftstoffen, Heiz- und Elektroenergie auszugleichen. Aber nicht nur die Rentner, auch ein Großteil der heutigen Arbeitnehmer weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Existenzängste erfassen die Mittelschicht. So geht der Paritätische Wohlfahrtsverband zu Recht von Millionen Arbeitnehmern aus, die in diesem Winter in Armut fallen werden. Hören Sie zu. Die untersten 30% der Einkommen auf der Einkommensskala haben keine Rücklagen und werden für die verkorkste Energie- und Sanktionspolitik zur Kasse gebeten. Was? Die untersten 40%. Untersten 40. Dankeschön. Hat er recht. Kurzarbeiterwelle, die auf uns zukommt, die morgen schon anbrechen kann, wenn die Betriebe die Leute lieber nach Hause schicken, als mit hohen Kosten arbeiten zu lassen. Hierauf hat der Einzelplan 11 überhaupt keine Antwort. Stattdessen gönnen wir uns Luxus. Wir gönnen uns die Einwanderung von 100.000 Ukrainern in das Arbeitslosengeld II. Toll. Wir verschenken teure Rüstungsprodukte in ein Kriegsgebiet. Wir gönnen uns ein unheilvolles Bürgergeld, das so gar nicht in Zeiten von Fachkräftemangel und überbelasteten Sozialkräften geben durfte. Ja, dann haben Sie es nicht verstanden. Dann habe ich es nicht verstanden. Gemeint ist ein Grundeinkommen ohne Sanktionsmöglichkeit der Arbeitsverwaltung. Da haben Sie ein falsches Menschenbild vor. Sie haben ein sozialistisches Menschenbild vor sich. Sie sehen die soziale Hängematte und wollen die Leute dorthin legen. Das ist das. Und dies auf Kosten der Steuerzahler. Und das ist falsch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auf meinen Wahlkreis eingehen. Der Kyffhäuser Kreis, der gehört zu den Landkreisen, mit denen prozentual am meisten mit Pendlern, wollen Sie zuhören? Wenn Sie nicht zuhören wollen, dann ist der Ausgang. Gut, danke schön. Wir kommen zurück zu meinem Wahlkreis, dem Kyffhäuser Kreis. Er gehört zu den Landkreisen mit den prozentual meisten Berufspendlern in Deutschland. Die Menschen brauchen Arbeit, die Arbeit muss mit dem Kfz erfahren werden. Ostdeutschland mit seiner energie- und ölabhängigen Infrastruktur darf nicht das erste Opfer einer gänzlich verfehlten links-grünen Energiewende sein. Hier müssen schnell Lösungen gefunden werden. Das Credo der Alternative für Deutschland ist, Arbeit schützt am besten vor Armut. Das ist es. Sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen vor einer Rekordarmut, die das Land noch nicht gesehen hat. Da können Sie dazwischen buchen. Eine von der Politik vorsätzlich herbeigeführte Energie- und Wirtschaftskrise erfasst breite Bevölkerungsschichten, und die Regierung stolpert den Entwicklungen hinterher. Meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, wir brauchen keine halbherzigen Entlastungspakete. Die brauchen wir nicht. Öffnen Sie stattdessen Nord Stream 2. Beenden Sie die unsinnigen Sanktionen, die nur deutsche Bürger und die deutsche Wirtschaft schädigen. Produzieren Sie Strom mit den vorhandenen Kraftwerken, auch mit den Atomkraftwerken. Und meine Damen und Herren von der Regierung, ich erinnere an Ihren Amtseid, erfüllen Sie ihn. Wenden Sie Schaden vom deutschen Volke ab. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Pohl. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Claudia Raffelhüschen, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2 Jahren befinden wir uns nun im Krisenmodus mit Corona und der Ukraine. Uns beschäftigt nicht nur die exorbitante Inflation, sondern wir stecken auch in einer gravierenden Energiekrise und stehen vor großen demografischen Herausforderungen. Kein Haushalt ist so unmittelbar von den daraus resultierenden Konsequenzen betroffen wie der Etat des Einzelplan 11. Die Gesamtsumme der Ausgaben für das Jahr 2023 beläuft sich jetzt schon auf rund 163 Milliarden Euro und damit auf rund 2,2 Milliarden Euro mehr als im Haushalt 2022. Im Gesamtbudget SGB II steht im Haushaltsjahr 2023 zwar im Soll weniger zur Verfügung als im Haushaltsjahr 2022. Aufgrund der Resteregelung und des Passiv-Aktiv-Transfers bewegen wir uns aber weiterhin auf hohem Niveau und budgetieren hier bedarfsgerecht. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales leistet damit seinen Beitrag zur vereinbarten Haushaltskonsolidierung. Wir nutzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel noch effizienter, und das ist gerade in den aktuellen Zeiten wirklich wichtig. Im Vergleich zum Jahr 2019, also dem Vor-Corona-Niveau, und unter Einbeziehung der Ausgabereste pro erwerbstätigen Leistungsberechtigten stehen pro Kopf sogar rund 170 Euro mehr zur Verfügung. Kommen wir jetzt zur Rente. Die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 4,1 Milliarden Euro auf knapp 113 Milliarden Euro. Auch wenn es sich bei diesen Ansätzen um Mittel für gesetzliche Pflichtleistungen handelt, so dürfen wir nicht vergessen, dass uns der demografische Wandel vor enorme Herausforderungen stellen wird. Wir werden diese Welle nicht mit immer mehr Geld aus den Staatskassen brechen können. Das bekräftigt auch der Bundesrechnungshof, der da sagt, dass der Automatismus zwischen dem Greifen der Beitragssatzgarantie und der Erhöhung des Bundeszuschusses durchbrochen werden sollte. Das geht aber nur, wenn gesetzlich nachgebessert wird. Ein Wort noch zum Kurzarbeitergeld. Es ist eines der erfolgreichsten Instrumente im Baukasten des modernen Sozialstaats und hat sich in den Hochphasen der Corona-Pandemie mit Lockdowns und Ausgangssperren bewährt. Die aktuell geltenden Sonderregeln zum erleichterten Zugang gelten glücklicherweise noch bis zum Ende dieses Jahres, dürfen aber nicht zum Dauerzustand werden. Denn wenn sich die Konjunktur wieder gut entwickelt und der Arbeitsmarkt aufnahmefähig bleibt, dann ist es wichtig, dass die Arbeitskräfte auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Der Einzelplan 11 ist nicht nur der größte Etat im Bundeshaushalt, er ist auch derjenige, der in den letzten Jahrzehnten am schnellsten gewachsen ist. Annähernd jeder dritte Euro, den die Erwerbstätigen erwirtschaften, wird hier umverteilt. Und da die demografische Krise, sowohl die Corona- als auch die Ukraine-Krise, bei weitem in den Schatten stellen wird, gilt es in den nächsten Jahren auch hier strukturell nachzubessern. Eines kann man gar nicht oft genug wiederholen und verdeutlichen. Wir werden und müssen die Schuldenbremse im kommenden Jahr wieder einhalten. Das ist ein großer liberaler Erfolg und aus Gründen der Generationengerechtigkeit zwingend erforderlich. Und das ist keine, wie hier gestern im Plenum geäußerte, Laune des Finanzministers, sondern Teil unseres Grundgesetzes. Unser Ziel darf es selbstverständlich nicht sein, den Sozialstaat einfach zu kürzen. Vielmehr müssen wir dafür sorgen, dass mehr Menschen wieder in Arbeit finden, mehr qualifizierte Arbeitskräfte in unseren Arbeitsmarkt gelangen und unsere Produktivität, also das Immunsystem unserer Volkswirtschaft, dadurch gestärkt wird. Nur so können wir resilient werden gegenüber der demografischen und anderen möglichen Krisen, die noch auf uns warten. Und nun noch ein Wort an die Bundesländer. Ich bin absolut empört darüber, dass der vom Bund mitfinanzierte Härtefallfonds für jüdische Zuwanderer auch
im Jahr 2023 wieder an den Ländern scheitert. Eine halbe Milliarde Euro hätte der Bund zur Verfügung gestellt. Und was tun die Länder? Sie haben dem BMS nicht einmal auf die letzte formale Anfrage geantwortet. Auch wir Ampelhaushälter haben mehrfach angemahnt, dass eine schnelle Lösung her muss. Seit Mai sind wir aber lediglich vertröstet worden. Das ist bei diesem wichtigen Thema wirklich tragisch. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Länder gegenüber dem Bund deutliche Einnahmeüberschüsse aufweisen. Die halbe Milliarde wird nun haushalterisch verpuffen. Das geht besser, liebe Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Es wäre im Übrigen schön gewesen, wenn Sie den wichtigen Haushaltsdebatten zumindest in Teilen Ihre Präsenz erwiesen hätten. Vor uns liegen nun wirklich intensive Wochen der Beratung. Und eines ist in diesem Jahr wirklich fundamental. Gerade weil unsere Volkswirtschaft so stark ist, können wir uns diesen Sozialetat leisten. Und das ist gut so. Aber es ist gar nicht auszudenken, wenn Bäckereien und Blumenläden, unser leistungsstarker Mittelstand und die Industrie in den Wintermonaten vorübergehend ihre Arbeit einstellen müssten. Denn dann, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wäre nicht nur unser Wohlstand, sondern auch unser Sozialetat gefährdet. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Raffelüschen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Gesine Lötsch, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Etat ist der größte des Bundeshaushaltes, das wurde gesagt. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass wir als Linke es richtig finden, dass es einen Zuschuss von 112,4 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung gibt. Das findet unsere Unterstützung. Das Problem ist nur, wenn Sie diesen Zuschuss abziehen vom Gesamtetat, bleiben etwas über 50 Milliarden Euro für Arbeit und Soziales übrig. Und gestern haben wir ja über den Einzelplan 14, also Rüstung, Verteidigung, gesprochen. Nach NATO-Kriterien sind in diesem Einzelplan 64 Milliarden Euro. Und ich finde, das ist ein Missverhältnis. Hier gehört nachgesteuert. Meine Damen und Herren, 14 Millionen Menschen leben in Armut. Das ist ein Negativrekord, ein Rekord, den wir niemals hinnehmen werden. Unser Ziel ist es, dass in unserem reichen Land Menschen nicht in Armut leben dürfen. Und es ist möglich mit einem gerechten Steuersystem. Und dafür kämpfen wir. Nun muss man sich eigentlich mal die Frage stellen, warum sind denn so viele Menschen in unserem Land arm? Seit 1998, mit einer Unterbrechung von 4 Jahren, war die Sozialdemokratie immer an der Regierung beteiligt und hat immer die Ressorts für Arbeit, Soziales und so weiter verwaltet. Wenn wir aber uns die Entwicklung anschauen, sehen wir, dass die Anzahl der Armen gewachsen ist. Die Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter hat sich seit 2001 verdoppelt. Das kann doch nicht sein. Aber ich kann Ihnen erklären, wie es dazu gekommen ist. Mit den Hartz-IV-Gesetzen haben Sie schlecht bezahlte Arbeit geschaffen. Und nur gute Arbeit sichert gute Rente, meine Damen und Herren. Wir als Linke fordern eine armutsfeste Rente. Menschen, die 40 Jahre eingezahlt haben, sollen mit 60 Jahren in Rente gehen können. Das wäre gerecht, meine Damen und Herren. Das Entlastungspaket ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Durch die galoppierende Inflation wird es aufgesogen. Wer zum Beispiel als Alleinerziehende, und das sind ja in der Regel Frauen, 2 Kinder zu versorgen hat, wird nicht einmal zur Hälfte entlastet. Wer soll eigentlich Ihrer Meinung nach die andere Hälfte bezahlen? Meine Damen und Herren, der Hartz-IV-Satz soll auf 500 Euro angehoben werden. Das reicht natürlich überhaupt nicht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert einen Hartz-IV-Satz von 678 Euro. Wir unterstützen das. Wir sagen 687. Aber das ist die richtige Forderung, die wir voll und ganz unterstützen. Wir wollen, dass Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen ein Jahr lang monatlich 125 Euro plus 50 Euro für jedes Familienmitglied erhalten. Wir wollen in unserem Land Gerechtigkeit, Armut nehmen wir nicht hin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Lötsch.
Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Katrin Michel, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Czeschenie, Knienje, Agnieszka. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner starken Rede, die er gestern hier genau an dieser Stelle hielt, sehr recht, als er sagte, in schweren Zeiten wächst unser Land über sich hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird. Und genau in dieser Tradition stehen auch die Verhandlungen um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Wir sind nur zusammen stark. Das gilt für die Zusammenarbeit in der Koalition und zwischen den demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag, wie auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Die Einlassungen der Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition zeigen aber auch heute ganz deutlich: laute Worte, polemisches Schüren von Ängsten bis an den Rand der Erträglichkeit, konstruktive Vorschläge, Fehlanzeige. In einer derart schwierigen Lage, in der sich unser Land aktuell befindet, ist konstruktive Zusammenarbeit auch und gerade aus der Opposition heraus nicht nur eine staatstragende Geste, meine Damen und Herren, sondern unser aller Pflicht. Denn es geht um viel. Es geht um die Zukunft unseres Landes, es geht um die Zukunft unseres Arbeitsmarktes, unserer Wirtschaft und es geht um unseren Wohlstand. Es gab Zeiten, da standen Haushaltsdebatten nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Heute ist das aus besagten Gründen anders. Viele Menschen haben Existenzängste, sorgen sich vor der nächsten Nebenkosten- und Stromabrechnung. Viele Menschen fürchten um ihren Arbeitsplatz oder um ihr Unternehmen. Und wir dürfen doch nicht eine Sekunde vergessen, wer dies verschuldet hat. Es ist Putin, der seinen abscheulichen Krieg weiter fortführt, und es ist Putin, der seine Energiepolitik ganz gezielt gegen uns einsetzt. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten doch zu Recht, dass wir ihnen Sicherheit bieten. Dazu hat die Bundesregierung am vergangenen Wochenende bereits das dritte Entlastungspaket beschlossen, und das hat es wirklich in sich. Und auch für das Jahr 2023 ist es an uns, einen Haushalt aufzustellen, der diese geforderte Sicherheit finanziell ermöglicht. Wir lassen niemanden alleine mit seinen Herausforderungen und seinen Ängsten. Und wir müssen alle und alles im Blick haben. Das ist für mich verantwortungsvolles Handeln. Dem Einzelplan 11 kommt dabei wieder eine besondere Bedeutung zu. Der aktuelle Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von 163 Milliarden Euro vor. Das ist eine hohe Summe, doch wir haben auch viel vor. Ab 1. Januar werden wir schrittweise das Bürgergeld einführen, und das ist ein echter Paradigmenwechsel. Wir starten mit einem Regelsatz von 500 Euro. Und wir erfüllen hier auch nicht nur einfach unser Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Wir wollen, dass diese Reform ein Erfolg wird. Und sie wird ein großer Erfolg, vor allem und ganz konkret für diejenigen, die Unterstützung benötigen, um schnell wieder in Arbeit zu kommen. Die Einführung des Bürgergelds bedeutet eben nicht nur eine Namensänderung oder Regelsatzerhöhung. Bürgergeld bedeutet unter anderem die Entfristung des sozialen Arbeitsmarktes, mehr gezielte Weiterbildung und vor allen Dingen individualisierte Betreuung auf Augenhöhe, meine Damen und Herren. Und genau dafür benötigen wir genügend finanzielle Mittel, sonst wird der soziale Arbeitsmarkt einen weiteren Rückgang erfahren. Und das können wir uns nicht leisten. Wir müssen hier fördern, fördern, fördern. Und das schaffen wir nur, wenn die Jobcenter auch auskömmlich ausgestaltet sind. Seit dem 24. Februar sind Hunderttausende Menschen aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen. Putin führt weiter Krieg gegen die Ukraine, und wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Betreuungsleistung umfangreich und vor allem eine dauerhafte Mehrbelastung für die Kolleginnen und Kollegen der Jobcenter bedeutet. Nur um hier mal eine Größe einzuordnen, vor dem Rechtskreiswechsel ins SGB II im Mai diesen Jahres wurden von den Jobcentern 3,5 Millionen erwerbsfähige Leistungsberechtigte betreut. Nach dem Rechtskreiswechsel, der übrigens sehr zügig und geräuschlos vollzogen wurde, stieg die Zahl im August schon auf 3,8 Millionen.
Und dafür an dieser Stelle auch mal ein herzlicher Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Jobcenter für ihre fantastische Arbeit. Gemeinsam mit meinen geschätzten Mitberichterstatterkolleginnen werden wir in den kommenden Verhandlungswochen Lösungswege aufzeigen, damit wir diesen Umständen im Gesamtbudget des SGB II Rechnung tragen und eine auskömmliche Finanzierung sicherstellen können. Willy Brandt sagte, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Und gestalten werden wir, indem wir mit diesem Haushalt die wesentlichen Weichenstellungen vornehmen und Rahmenbedingungen für den sozialen Zusammenhalt und ein solidarisches Miteinander setzen. Das sicherzustellen ist unsere Verantwortung, unsere gemeinsame Verantwortung. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Herzlichen Dank und Glück auf. Vielen Dank, Frau Kollegin Michel. Nächster Redner ist der Kollege Peter Aumer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigt deutlich, dass die Ampelkoalition, Herr Minister, an den Sorgen und Nöten der Menschen in unserem Land vorbeiregiert. Die Entlastungspakete im Frühjahr waren wenig angemessen. Sie haben wichtige Teile unserer Bevölkerung vergessen. Der Minister musste das ja heute in seiner Rede eingestehen. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass Sie Rentner und Studenten vergessen haben und bei Ihren stundenlangen Verhandlungen dann verschiedene Sätze, 200 und 300, wer weiß, warum die so zustande gekommen ist, heizen und ein warmes Zuhause brauchen, die ein selbes. Deswegen ist es gut, dass Sie ab und zu auf uns hören, und das wäre beim dritten Entlastungspaket genauso wichtig. Ein ganzheitliches Denken, Herr Minister und liebe Kollegen, der Ampelkoalition fehlt vollkommen. Alleine die Kritik der Verbände, wenn man anschaut, kinderreiche Familien fordern den Ausgleich von Energiekosten ab dem dritten Kind. Die Lebenshilfe mahnt an Nachbesserungen beim Energiepaket für Menschen mit Behinderung. Die Werkstätten, hat mir der Wilfried Oellers mit auf den Weg gegeben, für Menschen mit Behinderung wurden vergessen in Ihrem Paket. Und bei allen Einzelmaßnahmen vergessen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem die Mittelschicht in unserem Land ins Auge zu nehmen. Und das wäre ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben ja heute angekündigt bekommen, dass es anscheinend einen Schutzschirm für unsere Unternehmen geben soll. Wenn der Schutzschirm genauso verkorkst wird wie die Gasumlage, dann wird es sicherlich eine große Freude für die Unternehmen in unserem Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eines wird durch Ihre Politik sehr deutlich, dass Sie die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft aushöhlen. Zwei Beispiele hierzu. Bundesminister Habeck und Ihre Ampelkoalition, meine sehr geehrten Damen und Herren, nehmen explizit in Kauf, ich zitiere Ihren Minister, dass es sozialpolitische Unwuchten geben kann, die man dann irgendwie mal wieder ausgleichen muss. Dieser Ausgleich, meine sehr geehrten Damen und Herren, steht bis heute aus. Und die Umverteilung, ja, jahrelang, ach, naja, also wir haben auf jeden Fall, man könnte vielleicht in so einer schwierigen Phase auch mal eingestehen, dass man nachbessert und nicht von unten nach oben verteilt. Das Grundprinzip, das unsere Politik auf jeden Fall nicht ist und die Sie wahrscheinlich auch falsch auf den Weg bringen. Dann zum Thema Hartz IV, das durch die SPD, die Grünen und die FDP ja abgeschafft werden soll. Das ist, denke ich, ist eine falsche Reaktion. Das ist, also wenn ich die Zitate der SPD anschaue, dann heißt es, wir schaffen Hartz IV ab. Wenn das nicht so, na, also dann ist es ja so. Also das ist die falsche Reaktion, wenn man den Arbeitsmarkt anschaut, und das so erklärt sich auch die Äußerung des bayerischen Ministerpräsidenten. Wir brauchen eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik. Da ist Ausbildung sicherlich ein wesentlicher Impuls und die Leistungsansätze, die hiermit eingebracht werden. Und wenn man sich dann, sehr geehrter Herr Kurt, Ihre Rede anhört mit Ihrer gespielten Aufregung, und Ihre Fraktionsvorsitzende hat das ja am Dienstag genauso gemacht, dann ist es tatsächlich
etwas Schwieriges, das man aus meiner Sicht nicht machen sollte. Ich habe gerade gegoogelt, Diogenes war einer der provokantesten griechischen Philosophen, die es gab. Und ich habe ein Zitat von ihm gefunden, das sehr gut auf die Politik, ja, geh mir aus der Sonne, das hätte aber jetzt nicht so gut gepasst, sondern ein anderes, Herr Kurz. Nimm mir nicht weg, was du mir nicht geben kannst. Ich glaube, das ist ein gutes Zitat, das der Philosoph Diogenes auf den Weg gebracht hat. Genau das machen Sie nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Sie nehmen den Menschen weg, Gasumlage, bestes Beispiel, und wissen nicht, wie man zurückgeben soll in so einer schwierigen Zeit. Deswegen machen Sie eine bessere Politik, dass die Menschen im Land Vertrauen in die Politik der Ampelkoalition finden. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hält das Wort die Kollegin Beate Müller-Gimmicke, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten den Haushalt und gleichzeitig arbeiten wir an der zentralen Arbeitsmarktreform der Ampelkoalition. Wir wollen mit dem Bürgergeld, ja, Herr Aumer, wir wollen Hartz IV überwinden und ein neues System schaffen, das auf Würde, Augenhöhe und Vertrauen setzt. Da geht es natürlich um die soziale Absicherung. Aber arbeitslose Menschen brauchen vor allem auch neue Chancen und Perspektiven. Und die entstehen nur durch individuelle passende Angebote und Unterstützung. Und deshalb werden wir auch bei der Arbeitsförderung richtig viel verändern. Mit dem Bürgergeld werden wir wichtige Angebote stärken. Wir werden auch neue Leistungen einführen, beispielsweise ein Weiterbildungsgeld oder ein ganzheitliches Coaching. Mehr Weiterbildung, das schrittweise Heranführen an den Arbeitsmarkt, soziale Teilhabe, all das kostet natürlich Geld. Und doch sollen die Mittel um 600 Millionen Euro gekürzt werden. Und auch das kritisieren wir. Denn das würde gerade den sozialen Arbeitsmarkt treffen. Ein erfolgreiches Instrument, das Perspektiven schafft, würde dann nicht mehr richtig funktionieren. Und es darf nicht sein, denn wir dürfen die Menschen, die besonders lange keine Arbeit haben, nicht alleine lassen. Wir brauchen also eine gute finanzielle Ausstattung im SGB II, und dafür gibt es auch gute Gründe. Wir brauchen die Mittel, weil jede Weiterbildung, jede Qualifizierung neue Chancen schaffen. Es gibt die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, sie sind schon angesprochen worden, die zu den Jobcentern gewechselt sind, und die müssen jetzt qualifiziert werden, damit sie eben nicht im System hängen bleiben. Und außerdem haben wir ja noch den Arbeitskräftemangel, und die Antwort darauf sind eben nicht Sanktionen, wie Herr Merz und die Union immer wieder vorschlagen. Die Antworten auf den Arbeitskräftemangel sind Unterstützung, Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierung. Und an dieser Stelle zu sparen wäre also absurd, denn es ist immer teurer, wenn Menschen im Bürgergeld feststecken, anstatt sie zu unterstützen und sinnvoll zu qualifizieren. Und deshalb dürfen die Mittel im SGB II nicht gekürzt werden. Der Eingliederungsetat muss im Gegenteil sogar gestärkt werden. Und wenn das mit der Schuldenbremse nicht möglich ist, dann müssen wir eben uns fragen, ob diese Schuldenbremse heute noch in die Zeit passt. Das Bürgergeld mit seinem Konzept darf nicht nur auf dem Papier stehen. Es muss gerade jetzt in der schwierigen Zeit auch tatsächlich bei den Menschen ankommen. Und dafür werden wir uns engagiert einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gemmecke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing, AfD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Ganz Europa steckt knietief in der Krise. Aber wenn wir einen Blick hinter die Grenzen werfen, dann stellen wir fest, andere Länder kommen damit besser zurecht.
Das war so während der Pandemie und das ist auch jetzt so, wenn es darum geht, die Folgen des Ukraine-Krieges zu bewältigen. Das alles müsste nicht sein, denn das Elend ist hausgemacht. Nach Ihrer kopflosen Corona-Politik zwingen Sie nun mit Ihrer irrsinnigen Energiewende eine ganze Industrienation in die Knie. Entgegen aller Vernunft und Notwendigkeit. Die sozialen Folgen nehmen Sie billigend in Kauf. Die viertgrößte Industrienation der Welt ist nicht mehr in der Lage, für grundlegendste Bedürfnisse der Bürger zu sorgen. Für Strom, Wasser und Wärme. Stattdessen debattieren Sie allen Ernstes über zentrale Wärmehallen und geben übergriffige Ratschläge zur Körperhygiene. Es ist gut, dass Sie nun endlich Geld in die Hand nehmen, um zumindest hier und da die allerhöchste Not zu lindern. Doch das reicht hinten und vorne nicht. Ein großer Teil der Entlastungen sind ja lediglich überschaubare Einmalzahlungen oder temporärer Verzicht auf weitere Belastungen, die Sie den Bürgern nur etwas später zumuten wollen, siehe CO2-Umlage. Ihre Aufgabe als Regierung ist es aber, für bezahlbare Energie zu sorgen und die Ursachen der Inflation zu bekämpfen. Dann bräuchte es auch keine Entlastungspakete, für die Sie den Bürgern das Geld vorher aus der Tasche gezogen haben. Warum erzähle ich das? Weil sich all diese krassen politischen Fehlentscheidungen in fatalster Weise auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die sozialen Sicherungssysteme auswirken. Die Zeiten, in der die Regierung sämtliche Probleme mit Geld zuschütten konnte, das sie zuvor dem Mittelstand abpresste, sind endgültig vorbei. Nur, Sie haben das noch nicht verstanden. Es sind ja vor allem deutsche Unternehmen, die unter den horrenden Steuern, Abgaben, Umweltauflagen und jetzt auch noch den explodierenden Energiekosten leiden. Großkonzerne können ihre Produktion ins Ausland verlagern, und das tun sie auch. Unsere mittelständischen Unternehmen können das nicht. Das Ergebnis: Für viele Betriebe rentiert sich die Produktion nicht mehr. Viele Menschen werden deshalb nicht nur in Kurzarbeit gehen, sondern ihre Arbeit ganz verlieren. Im Einzelplan 11, über den wir heute reden, findet sich übrigens nichts davon. Gerade einmal 200 Millionen Euro zusätzlich sind für ALG II und Heizkosten eingeplant. Das reicht hinten und vorne nicht. Auf meiner Sommertour durch meinen Wahlkreis erzählte mir eine Verkäuferin, dass sie sich überlegt, ihren Job an den Nagel zu hängen, weil sie jetzt nicht mehr weiß, wie sie das alles bezahlen soll. Ihr graut vor dem Winter. Aber mit Hartz IV würde der Staat wenigstens fürs Wohnen und die Heizung sorgen. Das heißt, wir sind in Deutschland tatsächlich so weit, dass sich die Menschen selbst das Arbeiten nicht mehr leisten können. Auf diese Art werden Millionen Arbeitnehmer entmündigt und zu Almosenempfängern degradiert. Wollen Sie das? Wer wird dann noch die Steuern und die Beiträge erwirtschaften, um das hausgemachte Elend Ihrer Politik zu lindern? Im Sinne der Nachhaltigkeit müssten Sie nun eigentlich alles dafür tun, um mehr Menschen in Arbeit zu bekommen, aber das tun Sie nicht. Bekanntermaßen sind derzeit rund 2,5 Millionen Menschen arbeitslos in unserem Land. Gleichzeitig waren noch nie so viele Stellen unbesetzt. Es fehlen vor allem Facharbeiter, aber auch für einfache Hilfstätigkeiten findet sich kaum jemand mehr. Ich frage mich, ob es in dieser Situation eine gute Idee ist, die Leistung für die Eingliederung Langzeitarbeitsloser um 600 Millionen Euro zu kürzen. Und auch diese Frage muss erlaubt sein. Wie ist es möglich, dass nach Jahren der kostspieligen Integration und der Sprachförderung und Ausbildung von Millionen Zuwanderern anscheinend niemand in der Lage ist, am Flughafen Koffer zu sortieren oder in der Gastronomie aufzuhelfen? Die einzige Antwort ist, dass hier sämtliche Steuerungssysteme versagen und Fehlanreize wirken, die nun auch noch zementiert werden sollen, indem sich das geplante Bürgergeld zunehmend als Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen entpuppt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, dann können wir hier im Land das Licht ausmachen. Das gilt im Übrigen auch für die Altersvorsorge. Millionen Menschen müssen derzeit zusehen, wie ihre Sparpläne und Betriebsrenten täglich weniger wert sind. Hier werden ganze Lebensplanungen ruiniert. Wir werden eine neue Welle der Altersarmut erleben. Auch das ist eine Folge Ihrer Politik. Umso wichtiger sollte es sein, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Aber im Haushaltswurf kann ich die dafür gesetzlich vorgesehenen 500 Millionen Euro nicht finden und auch die vollmundig angekündigten 10 Milliarden Euro als Einstieg in die kapitalgedeckte Ergänzung zur Umlagenfinanzierung der Rente fehlen. Das ist keine vorausschauende Politik, sondern eine Kapitulationserklärung vor der Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann das nicht weitergehen. Ich appelliere an Sie von den Ampelparteien: Wachen Sie auf, befreien Sie unser Land aus dem Würgegriff der Selbstzerstörung und Ihrer ideologisch fehlgeleiteten Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schieke-Ziesing.
Das Wort erhält nunmehr der Kollege Jens Beek, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Minister Hubertus Heil, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Sie sehen von der Opposition auch bei uns, der eine oder andere hat noch einen Wunsch. Das ist uns Sozialpolitikern immanent. Wir haben immer noch eine gute Idee, wo wir etwas mehr machen könnten. Aber wenn ich den Blick noch mal auf das lenken darf, was heute hier diskutiert wird, nämlich der jetzige Haushalt mit 163,3 Milliarden Euro im ersten Entwurf, dann ist das über ein Drittel mehr als noch vor 10 Jahren. Oder umgekehrt, vor 10 Jahren als Basis ist es 50% mehr. Jetzt könnte man sagen, ja, gab Inflation, alles ist teurer geworden. Es ist auch der Anteil am Gesamthaushalt des Bundes mit 36,6% der größte, den wir je hatten. Und daran erkennen Sie die Ernsthaftigkeit dieser Fortschrittskoalition, im Bereich des Sozialstaates Geld einzusetzen, um zu Verbesserungen zu kommen. Und da sind wir uns sehr einig, und wir legen mit diesem Haushaltsentwurf gewaltig vor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da gibt es eine Vielzahl von Themen. Ja, Sie können ja sagen, was daran falsch ist. Wir können das diskutieren. Machen wir einen Faktencheck. Also es ist der größte Anteil, den wir jemals hatten. Das machen wir als SPD-Grüne-FDP-Koalition, und das zeigt die Ernsthaftigkeit, die wir hier haben. Ich sage das noch mal an dieser Stelle. Und die Aufgaben sind in der Tat riesig. Und Sie haben recht, Herr Kollege Gröhe, ich hätte mir auch gewünscht, dass die 10 Milliarden schon drin sind. Aber dass wir in der Rente die Aufgabe haben, für alle Bezieherinnen das System zu sichern und dass dafür ein kapitalgedeckter Stock der richtige Weg ist, da sind wir uns doch einig. Und wenn Sie sehen, dass... Ich rede doch gar nicht mit Ihnen, lieber Kollege Matthias W. Birk, weil ich rede mit dem Kollegen Gröhe gerade, hatte ich aber ausdrücklich gesagt. Und dass sich nicht alle einig sind, ist ja auch klar. Aber es ist vereinbart, wir werden das machen. An vielen Reden hier hat man erkannt, die sich gar nicht so richtig auf den Haushalt des BMAS kapriziert haben, dass wir verschiedene Krisen in diesem Land zu bewältigen haben. Und das sorgt auch dafür, dass man einen Koalitionsvertrag nicht in der Geschwindigkeit abarbeiten kann, wie man sich das wünschen würde. Aber es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass wir das machen. Und wir haben das vereinbart, und wir werden das machen. Und angesprochen worden ist die Bürgergeldreform. Auch dafür, das sind die nächsten 26-28%, ich sehe mal weniger im Haushalt, auch dafür nehmen wir richtig Geld in die Hand. Und es sind Dinge, die wir alle gemeinsam immer schon wussten, dass es eine Vielzahl von Bürokratie gibt, die erstens die Zielgenauigkeit verhindert von Leistungen, die wir im Bereich ALG II, auch SGB XII erbringen, die verhindert, dass es transparent und nachvollziehbar, also verstehbar ist für diejenigen, die Leistungserbringer sind und für diejenigen, die Leistungsberechtigte sind. Ich behaupte nach wie vor, und ich kriege wenig Widerspruch, niemand kann in einer komplexen Situation den Hartz-IV-Satz so richtig genau auf den Cent ausrechnen. Und das wollen wir ändern. Durch Entbürokratisierung, der Minister hat es angesprochen, um es nachvollziehbarer zu machen, um es einfacher zu machen, übrigens auch, um unsere Verwaltungen zu entlasten, die damit überlastet sind, und am Ende zu einer Verbesserung der Leistungen zu kommen, indem wir das Geld einsetzen für diejenigen, die es brauchen, und nicht für unsere Bürokratie. Auch das haben wir uns vorgenommen, und das werden wir tun. Und das hat übrigens etwas mit Würde zu tun. Denn jeder, der wie viele von uns im Sozialrecht anwaltlich oder sonst gearbeitet hat, kennt auch diese Fragen, die am Ende aufkommen. Mit mal 18 Monate die Kontoauszüge vorlegen, mit der Frage, wie lebt man eigentlich in welcher Konstellation mit wem zusammen. Das alles brauchen wir nicht, wenn wir es schaffen, leistungsgerechte, zum Teil pauschalierte, aber jedenfalls zielgenaue, ohne auf die Intimsphäre der Betroffenen abstellende Fragen zu kommen, Leistungen zu kreieren. Das nehmen wir uns vor, und das wäre ein Riesenfortschritt in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt habe ich eigentlich gar nicht so viel über das gesprochen, worüber ich eigentlich reden wollte, nämlich über Inklusion. Das ist immer so das Problem. Auch das, lieber Hubertus Heil, ist ja Kern des Haushalts im BMAS und Kernaufgabe im Bundesministerium. Tatsächlich bleiben ja kaum 2% freie Spitze. Trotzdem wachsen die Mittel in diesem Jahr auf, von 504 auf über 508 Millionen Euro. Auch an dieser Stelle zeigen wir, dass wir vieles vorhaben. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir bei dem Assistenzhundegesetz der gesetzlichen Verankerung noch im Jahr 2023, erste Vorschritte sogar im Jahr 2022, noch deutlich weiterkommen. Wir werden Inklusion durch Sport in dieser Gesellschaft ganz anders aufstellen, als das bisher
bisher der Fall gewesen ist. Da geht es gar nicht immer nur um haushalterische Unterlegung, sondern darum, die Initiativen, die es an vielen Stellen schon gibt. Mein Kreis Sportbund im Emsland ist da vorbildlich. Das werden wir fördern und wir werden dafür sorgen, dass diese selbstverständliche Teilhabe in der Gesellschaft weiterkommt. Und deswegen, Herr Minister, wir freuen uns sehr auf die Aufgaben, die wir haben. Das wird nicht immer ganz einfach in der Diskussion, aber uns eint das gemeinsame Ziel und wir werden da vorbeikommen. Letzter Satz. Ich freue mich sehr, dass andere Ministerien das mittlerweile auch erkannt hat. Im Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist heute ein Empathietag stattgefunden und der ist überschrieben mit Barrieren müssen weg. Genau das machen wir gemeinsam, auch in diesem Haus. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Birk. Ich bin mal ganz begeistert, wenn der letzte Satz so klassisches Format hat. Also insofern. Als nächste Rednerin kommt die Kollegin Jessica Tatti zu Wort, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Sie loben sich ja selbst am meisten für das geplante Bürgergeld. Beratung auf Augenhöhe, mehr Mitsprache von Arbeitslosen auf ihrem Weg zurück in Arbeit, mehr Wertschätzung für die Beschäftigten in den Jobcentern. Aber wo findet sich das im Haushalt? Sehen wir uns die Verwaltungskosten der Jobcenter an. Die Jobcenter haben 2021 fast 6 Milliarden Euro für ihre Verwaltung gebraucht. Aber Sie statten sie für das kommende Jahr nur mit 5 Milliarden aus. Also gleich viele Hartz-IV-Empfänger sollen besser beraten werden mit einer Milliarde weniger. Das kann nicht hinhauen. Die fehlende Milliarde müssen sich die Jobcenter woanders holen. Und sie können sie sich nur bei den Eingliederungsmitteln holen, also aus dem Topf, der dazu da ist, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Minister Heil, mit Ihrer Planung zwingen Sie die Jobcenter. Sie zwingen sie, genau das auch zu tun. Die Gelder fehlen dann bei beruflichen Weiterbildungen und sie fehlen bei anderen Förderungen wie dem sozialen Arbeitsmarkt. Und dann kürzen Sie die Eingliederungsmittel noch mal um über 600 Millionen Euro. Also das ist doch absurd. Damit nehmen Sie den Menschen in Hartz IV auch noch die letzte Hoffnung auf einen Job. Noch dazu wollen Sie die Leute mit einer Mini-Erhöhung der Regelsätze um gerade mal 50 Euro abspeisen. Inmitten der krassesten Inflation. Und das auch erst ab Januar. Warum das? Erhöhen Sie doch die Regelsätze einfach jetzt. Die Wahrheit ist, während SPD und Grüne von Augenhöhe, Respekt und Würde reden, opfern Sie eiskalt die Gelder für Arbeitslose der Schuldenbremse. Was die Schuldenbremse angeht, sind Hubertus Heil und Christian Lindner ein Herz und eine Seele. Kolleginnen und Kollegen, alle Zahlen zeigen, die Jobcenter haben bereits vorsorglich mit dem Sparen begonnen. Weiterbildungen und geförderte Arbeitsplätze werden nur noch zögerlich vergeben. Die Förderzahlen sinken. Sie sparen den sozialen Arbeitsmarkt kaputt. Eine Förderung, für die Sie sich haben feiern lassen, Minister Heil. Das ist nicht der versprochene Respekt. Das ist eine verdammt miese Politik auf dem Rücken von Arbeitslosen. Vielen Dank, Frau Kollegin Tatti. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Martin Rosemann, SPD-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Gesellschaft hat es mit großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu tun. Die Explosion des Gaspreises, der generelle Anstieg der Energiepreise und als Folge die Rekordinflation. Und die Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz handelt. Seit Monaten werden Alternativen zu russischem Gas vorangebracht. Und mit zwei Entlastungspaketen wurden die Bürgerinnen und Bürger um insgesamt rund 30 Milliarden Euro entlastet. Und in dieser Woche hat die Ampelkoalition das dritte Entlastungspaket vereinbart. Dieses dritte Entlastungspaket ist ein großer Wurf. Mit 65 Milliarden ist es doppelt so groß wie die beiden ersten zusammen. Damit geben wir fast 100 Milliarden Euro aus, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Dieses dritte Entlastungspaket ist aber auch mutig.
weil es in die Preisbildung auf den Energiemärkten eingreift, um sicherzustellen, dass der Grundbedarf an Strom und Heizen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen wieder bezahlbar wird. Und das Entlastungspaket ist zielgerichtet und sozial ausgewogen, denn es profitieren Rentner und Studierende, die arbeitende Mitte, Geringverdiener und Bürgerinnen und Bürger, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Unsere Botschaft heißt, Deutschland packt das, und zwar solidarisch. Wir lassen niemanden allein. Ich finde es schon bemerkenswert, was wir heute für sozialpolitische Ratschläge von der Union wieder bekommen haben. Ich kann nur sagen, für mich ist das nicht glaubwürdig. Ich erinnere mich gut an die letzten 8 Jahre Große Koalition. Ja, lieber Hermann Gröhe, es war nicht alles schlecht, aber jeder sozialpolitische Fortschritt musste mit Mühe gegen Sie, gegen euch durchgesetzt werden. Und nein, ich frage mich auch, wie glaubwürdig ist das? Sie sind doch die Partei, die will, dass der Solidaritätszuschlag auch noch für die obersten 5% abgeschafft wird. Sie sind doch die Partei, die hier dem Mindestlohn von 12 Euro nicht zugestimmt hat. Und Sie sind doch die Partei, die sich, als wir in der letzten Wahlperiode in der Rentenkommission über die Zukunft der Rente gesprochen haben, nicht bereit war, dazu zu bekennen, dass wir das Rentenniveau dauerhaft sichern. Also seien Sie mal ganz, ganz ruhig an der Stelle. Meine Damen und Herren, dieses Entlastungspaket bietet Antworten auf die ganz akuten Handlungsbedarfe in dieser Krise. Daneben bleiben aber auch grundsätzliche Herausforderungen für den Arbeitsmarkt und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Und auch die packen wir an. Zum Beispiel die Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und Lohndumping. Ich will nur mal daran erinnern, dass in 3 Wochen am 1. Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro steigt. Das ist Respekt, meine Damen und Herren. Zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel. Der Minister hat es angesprochen. Fachkräftemangel bis hin zum Arbeitskräftemangel in vielen Branchen und Regionen unseres Landes. Und ich bin sehr dankbar, dass die Bundesregierung gestern ihre Fachkräftestrategie auf den Weg gebracht hat. Mit 2 großen Pfeilern, nämlich einmal die inländischen Potenziale zu nutzen durch verschiedene Maßnahmen, von der Verbesserung der Ausbildung bis hin zur Weiterbildung, aber auch damit, dass wir endlich Einwanderung wirklich in dieses Land ermöglichen durch ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und das nächste große Projekt dieser Ampelkoalition ist das Bürgergeld. Da muss ich mich schon sehr wundern. Also Jessica Tatti sitzt ja jetzt auch schon eine Weile hier im Deutschen Bundestag, sollte schon wissen, dass als der Haushaltsentwurf gemacht worden ist durch die Bundesregierung, das Bürgergeldgesetz, der Entwurf noch gar nicht vorlag. Das heißt, es war noch gar nicht möglich, einzupflegen, wie viel Geld das neue Bürgergeld kosten wird. Das werden wir jetzt machen in den Haushaltsberatungen und werden deswegen diesen Etatentwurf auf jeden Fall verändern, um das Bürgergeld zu finanzieren. Ja, Bürgergeld, meine Damen und Herren, das bedeutet höhere Regelsätze, rund 500 Euro ab dem 1. Januar 2023. Dazu brauche ich aber ein Gesetz, Frau Tatti, ein Gesetz brauche ich. Ich kann doch hier nicht gesetzlos irgendwie sofort den Leuten Geld geben. Ich mache ein Gesetz. Wir leben doch hier in einem Rechtsstaat. Zum 1.1.23 500 Euro. So. Aber meine Damen und Herren, es geht um mehr als um Regelsätze. Es geht um die größte arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Reform. Es geht um einen Kulturwandel. Es geht um die Anerkennung von Lebensleistungen, einen einfacheren Zugang, um Beratung auf Augenhöhe, um ein anderes Verhältnis von Bürger und Staat. Auch das ist eine Frage von Respekt. Keiner soll sich schämen, wenn er auf diese Hilfe angewiesen ist. Vor allem aber geht es um bessere individuelle Beratung und Unterstützung, damit mehr Langzeitarbeitslose den Weg in nachhaltige Beschäftigung ermöglicht wird, damit der Arbeitsmarkt durchlässiger, inklusiver wird und wir damit auch einen Beitrag leisten, um Fachkräftemangel zu bekämpfen. Und deshalb, da geht es im Kern darum, die Arbeitgeber, die suchen, und die Langzeitarbeitslosen besser zusammenzubringen. Meine Damen und Herren, deshalb setzen wir auf mehr Weiterbildung und Anreize dafür. Und was die Union hier wieder behauptet hat,
nämlich dass wir hier ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen würden und dass wir Sanktionen abschaffen würden und Mitwirkungspflichten, wird durch Wiederholung nicht wahrer. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Auch das neue Bürgergeld wird selbstverständlich Mitwirkungspflichten enthalten. Aber eines, Herr Kollege, kommen Sie. Nein, Sie kommen jetzt bitte zum Schluss. Eines machen wir nicht. Wir werden nicht die übergroße Mehrheit von über 90%. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Noch einmal, ich kann nicht. Es hört keiner mehr. Glauben Sie mir das einfach. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir überall die Redezeiten einhalten, also bei der AfD und anderen, dann bitte auch selbst. Ich finde es nicht mehr fair, dass über 30 Sekunden überzogen wird. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jana Schimke, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, weil wir heute mit so vielen warmen Worten unseres Bundesarbeitsministers hier begrüßt wurden, will ich doch auch noch mal sagen, lieber Herr Heil, die Energiekrise lösen Sie nicht nur allein mit Sozialpolitik. Die Energiekrise lösen Sie, indem Sie die richtigen energiepolitischen Entscheidungen treffen. Und dazu gehört zum einen zum Beispiel mal alle Energiereserven zu nutzen, die dieses Land zu bieten hat. Und ich hätte mir natürlich auch von einem Sozial- und Arbeitsminister gewünscht, der Sie ja nun auch einmal sind, dass es auch ein paar Vorschläge gibt, wie diese Unternehmen durch die absolute Megakrise kommen sollen, die uns jetzt gerade bevorsteht. Wir wissen alle, wir haben hier im Deutschen Bundestag wurde 12 Euro Mindestlohn eingeführt durch die Bundesregierung. Wir haben kürzlich hier ein Arbeitsbedingungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben es selbstverständlich abgelöst und abgelehnt. Und Sie äußern kein Wort dazu, wie Sie eigentlich die Unternehmen vor diesen Belastungen schützen wollen. Und ich wundere mich immer wieder auch über die Einschätzung aus diversen Reihen. Liebe Frau Raffelhüschen, wenn Sie sagen, die Betriebe schließen jetzt vorübergehend, sagen Sie doch nicht sowas. Sie wissen ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Das konnten Sie vielleicht noch in der Corona-Krise erzählen, wo es dem Land noch relativ gut ging, wo die Kassen noch voll waren, wo wir uns diese ganzen Programme noch leisten konnten. Aber es ist kein Geld mehr da. Auch bei den Unternehmen ist kein Geld mehr da. Die schließen nicht vorübergehend, die schließen für immer. Und das, was Wirtschaftsminister Habeck gesagt hat, war ein Schlag ins Gesicht in den gesamten deutschen Mittelstand. Deswegen sparen Sie sich solche Äußerungen. So, und was wir in diesem Haushalt sehen, ist viel beschrieben worden in dieser Debatte. Letztendlich ist vieles, was geplant ist, gar nicht im Haushalt enthalten. Und das, was in Corona einmalig beschlossen wurde, wo wir als Union auch mitgemacht haben, zu sagen, okay, wir setzen die Vermögensprüfung aus, okay, wir machen Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, wird jetzt einfach mal so fortgeführt, ohne zu überlegen, ob das eigentlich die richtigen Maßnahmen sind. Die Kosten der Unterkunft werden massiv steigen in diesem Land durch die steigenden Energiepreise, ist im Haushalt nicht abgebildet. Wir werden Steigerungen bei den Kosten der Grundsicherung haben, denn durch den Regelsatz ist auch nicht abgebildet. Wir werden, so planen Sie es ja auch, die Aktienrente einführen, ist ebenfalls nicht im Haushalt enthalten. Und das Problem ist, Sie setzen völlig falsche Prioritäten. Sie setzen völlig falsche Prioritäten in Ihrer Politik. Mit dem Bürgergeld führen Sie Brücken aus Beschäftigung statt in Beschäftigung. Und ich sage es hier noch einmal, Sie führen ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Das ist die Vorstufe zu dem, was darauf kommen wird. Und Sie verabschieden sich endgültig vom aktivierenden Sozialstaat. Vieles ist ja leider schon in der Vergangenheit geschehen. Es geht weiter. Und lieber Herr Kurt, da wir hier ständig über das Thema Menschenbild reden und welches Bild wir denn eigentlich tatsächlich haben, ich will mal daran erinnern, dass wir eine Menge getan haben in den letzten Legislaturen, um bedürftige Menschen in Deutschland zu unterstützen. Wir sind die Letzten, die uns von Ihnen unterstellen lassen, wir hätten kein soziales Gewissen. Aber, lieber Herr Kurt, und auch wenn Sie jetzt gleich Schnappatmung kriegen, ich will Sie trotzdem mit einem Brief konfrontieren, den ein Jobcenter bekommen hat von einem sogenannten Kunden, in dem nämlich drinsteht, für die Dauer des Sanktionsmoratoriums bitte ich von Vermittlungsangeboten abzusehen. So, meine Damen und Herren, und Sie können uns hier unterstellen, dass wir hier irgendwelche Märchen erzählen, aber das ist nicht der Fall. Solche Fälle gibt es tatsächlich. Und was sagen Sie denn den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern, die seit vielen Jahren eine hervorragende Arbeit leisten und sich jetzt eben solche Sprüche
anhören müssen. Und was soll eigentlich diese 6 Monate Vertrauenszeit? Wir wissen alle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wofür sollen denn die Menschen eigentlich bewahrt und geschützt werden? Warum geht es hier darum, jemanden schrittweise in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Wofür soll der denn geschützt werden? Arbeit ist doch nichts Schlimmes, das tut doch nicht weh, das ist doch gut. Ich würde mir wünschen, dass wir hier eine deutlich andere Vorgehensweise wählen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schimke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Tina Winkelmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Wir haben heute jetzt schon einiges gehört zum Thema Fachkräfte und Weiterbildung. Und Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sind der Motor, der Antrieb für uns. Und genau aus diesem Grund muss die Weiterbildung, die Fachkräftestrategie breit und ressortübergreifend aufgestellt sein. Und das ist sie. So vielfältig wie unsere Gesellschaft ist unsere Arbeitswelt. Aber wie funktioniert so eine Strategie? Nehmen wir mal eine Uhr, eine Armbanduhr als Beispiel. Liebe Uhrmacherinnen und Uhrmacher, verzeihen Sie mir für eventuelle fachliche Fehler jetzt in der Ausführung des folgenden Beispiels. Aber wenn es um Präzision geht, passt das Uhrmacherinnenhandwerk einfach hervorragend und Präzision brauchen wir hier. Wir bringen die Uhr hier als Synonym für die Strategie zum Laufen. Der Bedarf an Fachkräften dreht an der Krone, also er rüttelt eigentlich schon richtig. Und das bringt die Spiralfeder, die Zahnräder in Schwung. Wir als Ampelregierung montieren diese Zahnräder mit gezielten Maßnahmen, mit verschiedenen Handwerkszeug, wie zum Beispiel die Weiterbildungsplattform, die Stärkung der Weiterbildungsverbünde. Das bringt die Menschen verschiedene Möglichkeiten näher. Und ein Zahnrad wird auch gezielt für die Vereinbarkeit von Familie und Weiterbildung, Beruf eingebaut werden. Und das wird dann auf das Ziffernblatt übertragen, und zwar für alle sichtbar mit, wo gibt es was, was kann ich machen, was gibt es überhaupt und wo wird es gebraucht. Wir müssen raus aus dem Dschungel. Wir brauchen keinen Dschungel, sondern ein kurzes, schnelles Suchen und dann finden. Fachkräfte, Arbeitskräfte aus nah und fern halten unsere Arbeitswelt am Laufen. Sie bringen uns alle voran. Die Fachkraft, die Arbeitskraft für morgen wird jetzt ausgebildet und jetzt weitergebildet. Und ein wichtiger Punkt ist die Weiterbildungsmöglichkeit, die Weiterbildung eben für alle zugänglich zu machen. Und dieses Zahnrad setzen wir auch in dieser Uhr. Ein flexibles Zahnrad, das für uns alle die Möglichkeit des Weiterkommens bietet. Die Arbeitswelt ist im Wandel, so wie es schon immer war. Aber die Uhr läuft jetzt schneller. Sie läuft anders. Wir müssen handeln, es pressiert. Und das tun wir mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, den Fachkräften von heute und den Fachkräften von morgen und übermorgen. Und dafür stellen wir das Handwerkszeug mit diesem Haushalt als Auftakt. Dankeschön. Und der nächste Redner in der Debatte ist Stefan Stracke, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Inflation macht arm und hohe Inflation macht schnell arm. Und das trifft vor allem diejenigen, die es bereits eh schon schwer haben. Das sind die Geringverdiener, die gar keinen Job haben. Aber das betrifft auch die breite arbeitende Mitte dieser Gesellschaft. Und deswegen zeichnet sich gute Sozialpolitik immer dadurch aus, dass sie auf Preisstabilität achtet und auch eine gute Wirtschaftspolitik macht. Und das sind genau die Leerstellen auch dieser Koalition. Wir müssen das Leben für die Mitte der Gesellschaft bezahlbar halten in diesen Bereichen. Und Ihr Entlastungspaket, das kommt zunächst einmal wuchtig daher. Es kommt aber zu spät und es wirkt zu spät. Viele der angekündigten Entlastungen greifen erst zum Jahresende 2022.
kommen vielleicht erst 23, mitten in der kalten Jahreszeit, und bis dahin explodieren die Kosten weiter und überholen die Entlastungen, bevor sie überhaupt gewährt werden. Und natürlich ist es richtig und es war auch überfällig, dass Sie jetzt Rentnerinnen und Rentner und auch die Studierenden in das Entlastungspaket mit aufnehmen, was die Energiepreispauschale angeht. Sie haben diese aber ja bewusst ausgenommen gehabt in Ihren vorherigen Entlastungspaketen. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Sie korrigieren das jetzt. Das erkennen wir ausdrücklich an. Und natürlich ist es bei diesen Preissteigerungen, die wir auf dem Energiemarkt haben, richtig, auf dem Thema Verfügbarkeit und Preis zu achten, gerade was die Energiekosten angeht und die Energie. Und deswegen ist es falsch, gerade was das Thema Verfügbarkeit angeht, ganz bewusst Kapazitäten aus dem Markt herauszunehmen. Und genau das tun Sie mit der Atomenergie, weil dieser Bundesminister der Wirtschaft nicht dazu sich hat durchringen können. Und diese Koalition macht es mit, dass die Arbeitskräfte, dass jetzt hier die Atomkraft beispielsweise in die Reserve geschickt wird. Michael Vassiliadis hat eine andere Haltung dazu. Im Deutschlandfunk sagt er, wir brauchen alles an Stromkapazitäten, was wir zur Verfügung haben, und zwar bis 2024. Und wo er recht hat, hat er recht, weil er genau weiß, was das bedeutet, auch für die Arbeitsplätze in Deutschland. Bei der Strompreisbremse vollkommen unklar, in welcher Höhe und wann diese denn tatsächlich kommt. Also die Entlastungen schreiben Sie auf, aber Sie sind vollkommen unklar, wann diese tatsächlich kommen. Und beim Gas, das ist doch die größte Leerstelle, die Sie in diesem Entlastungspaket haben. 20 Millionen Menschen und viele Unternehmen lassen Sie alleine bei diesem Thema der Gasentwicklung. Und es kommt ja noch hinzu, mit der Gasumlage belasten Sie ja noch zusätzlich die Haushalte dazu. Das passt alles nicht zusammen. Und es ist ja richtig, Herr Bundesminister, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Aber die Preissteigerungen kommen an, auch bei dem Mittelstand, bei der Mittelschicht und der arbeitenden Bevölkerung. Und wenn die Insolvenzgefahr steigt, dann ist es richtig, dass wir auch das Thema Kurzarbeit als Instrument verlängern. Nur gleichzeitig muss man dann auch sagen, Herr Bundesminister, dann müssen wir auch über die notwendigen Mittel reden und nicht nur alleine auf Darlehen abgehen, sondern das dann auch auf Zuschüsse, weil ansonsten haben wir letztendlich mit Zitronen gehandelt, weil dies nur zu weiteren Belastungen für Unternehmer und für die Beitragszahler führt. Da besteht noch Handlungsbedarf in diesem Bereich. Und wir wollen natürlich auch, dass Langzeitarbeitslose wieder Fuß fassen, gerade auch nach der Corona-Krise. Und da brauchen wir von Ihnen überhaupt keine Nachhilfebedarf, denn wir haben in dieser Koalition, die wir mit Angela Merkel über 16 Jahre hatten, waren wir da sehr erfolgreich in diesen Bereichen, was den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit angeht. Aber Sie sind es doch, die jetzt die Verwaltungskosten bei den Jobcentern kürzen. Sie sind es doch, die jetzt die Integrationsleistungen um 600 Millionen Euro kürzen. Und das bedeutet im Übrigen eine Absenkung der Integrationsmittel pro Kopf gegenüber 2019 um 20%. Um 20%. Ist das der Respekt, den Sie den Langzeitarbeitslosen gegenüberbringen? Wir wollen mehr Chancen, aber doch nicht auf diese Art und Weise, dass Sie letztendlich die Mittel für Langzeitarbeitslose absenken. Das ist der falsche Weg. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Dr. Tanja Machalit. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Stracke, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Sie mehr Zeit darauf verwenden, uns mal zu erläutern, welche Vorstellungen Sie im Hinblick auf den Sozialetat haben. Also, dass wir jetzt Atomkraftwerke laufen lassen sollen, um den Sozialetat zu reduzieren, das ist schon eine Volve, also beachtlich. Ja, es wäre trotzdem schön gewesen, wenn Sie uns erläutert hätten, welche Vorstellungen Sie im Hinblick auf unseren Sozialstaat haben. Das haben Sie nicht getan. Und ich möchte auch nur noch mal daran erinnern, weil Sie sich ja um die Langzeitarbeitslosigkeit sorgen, es war nicht Sie, die 16e vorangetrieben haben, den sozialen Arbeitsmarkt, sondern das waren wir. Ja, unsere
Aufgabe besteht jetzt darin, dafür zu sorgen, dass wir durch einen starken, handlungsfähigen Sozialstaat die Solidarität und die wirtschaftliche Stabilität in diesem Lande gewährleisten in diesen schwierigen Zeiten. Genau dazu leistet der Einzelplan 11 einen großen Beitrag. Und wir werden natürlich das, was Sie ja auch eingefordert haben, die Entlastungsmaßnahmen jetzt schnell auf den Weg bringen. Ich denke, das ist uns allen klar, dass wir das jetzt tun müssen. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir langfristig die strukturellen Reformen der sozialen Sicherungssysteme angehen. Das Bürgergeld ist ein Baustein dafür. Und da fällt Ihnen ja auch nur das Sanktionsmoratorium an. Das haben Sie ja auch jetzt hier ausgeführt, aber auch nicht, wie Sie sich das Ganze vorstellen. Ich möchte aber beim Stichwort Bürgergeld und auch weil das Thema Kurzarbeit ja auch eine Rolle gespielt hat in den Ausführungen des Ministers und auch bei Ihnen, Herrn Stracke, einfach noch mal auf die Bundesagentur für Arbeit zu sprechen kommen. Und ich möchte auch, dass die Herausforderungen, vor denen die Bundesagentur für Arbeit steht, und das können wir uns alle vorstellen, wenn es jetzt auch wieder zu Kurzarbeitssituationen kommt, dass die Bundesagentur auch für die dafür entsprechend gewappnet ist und auch für die kommenden Herausforderungen, auch für das, was wir im Koalitionsvertrag uns vorgenommen haben, nämlich die Weiterentwicklung zur Weiterbildungs- und Qualifizierungsagentur und natürlich auch, dass die Bundesagentur den Fachkräftebedarf in den eigenen Organisationen bewältigen kann. Aber mir geht es vor allem darum, jetzt auch an dieser Stelle noch mal, weil wir auch sehen, was dort geleistet worden ist im Hinblick auf die Kurzarbeit, möchte an dieser Stelle einfach noch mal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bundesagentur dafür ganz, ganz herzlich Danke sagen. Das war wirklich ganz hervorragend. Und wir wissen, auf was wir bauen können, wenn wir jetzt eben auch wieder in eine Situation kommen, wo wir Kurzarbeit auszahlen müssen. Und ich denke, es ist in unser aller Sinne, dass wir die Bundesagentur auch an der Stelle so aufstellen, wie wir sie benötigen, das, was die Bundesagentur benötigt. Und ich könnte jetzt natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass gerade als Rentenpolitikerin mir wichtig ist, dass wir jetzt auch was für die Rentnerinnen und Rentner auszahlen. Aber wichtiger ist, fast noch wichtiger ist, dass wir das Signal senden, dass wir im Herbst das Rentenniveau stabilisieren. Da bin ich gespannt, wie Sie sich verhalten. Also, wir haben noch einiges vor uns in diesem Haushalt, mit diesem Haushalt. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort Dr. Silke Launert. Ich packe meine Koffer. Sie kennen es sicherlich, dieses Kinderspiel, bei welchem jeder der Spielteilnehmer nacheinander anfügt, was er gerne in den Koffer einpacken möchte. Und ja, danach muss man sich immer mehr Begriffe merken und dann kommt es zu Verwirrungen und Verwechslungen. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Naja, weil ich manchmal den Eindruck habe, ehrlich gesagt, dass die aktuelle Regierungskoalition gerne dieses Spiel spielt. Sie packen in den Schuldenkoffer ein, was sie gerne hätten. Die Grünen, die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets, die SPD, das Bürgergeld, die FDP, das zumindest dank Schattenhaushalte noch halbwegs so klingende Einhaltung der Schuldenbremse. Und dabei übersehen kommt dann immer noch im Interesse des Koalitionsfriedens das ein oder andere drauf. Man will es allen recht machen. Die Schulden werden immer mehr, immer überschaubarer. Der Schuldenkoffer kann man kaum mehr schieben. Die nächste Generation wird es ja erledigen. Es ist unbestritten, die aktuellen Herausforderungen sind gewaltig. Und wir können auch in vielen Dingen verstehen, wieso Sie helfen, gerade akut helfen, um den Menschen im Moment das Leben erträglicher zu machen. Die Kosten sind immens und viele kommen nicht mehr über die Runden. Viele, die viel arbeiten, zählen das Geld, kaufen nur noch im Angebot im Supermarkt ein. Die Folgen der Corona-Pandemie, Lieferkettenverzögerung, wir wissen auch nicht, wie es sich in Zukunft entwickelt, die Inflation, der Ukraine-Krieg, insbesondere mit explodierenden Gas- und Strompreisen, belasten die Menschen sehr. Und ich kenne eigentlich keinen, der sich keine Sorgen macht und nicht überlegt, ob er sich das künftig alles leisten kann. Aber gerade deshalb. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, in solchen Situationen, dass man genau überlegt,
dass man, wenn man Pakete schnürt, die Geldkosten, auch die Folgen analysiert, dass man das Geld effizient einsetzt, ja, dass man Prioritäten setzt. Und Prioritäten setzen, das ist nicht einfach, das schmerzt. Und wer Prioritäten setzt, der enttäuscht. Der enttäuscht den, der sich vielleicht mehr oder was anderes versprochen hat oder wenn er sieht, der andere wird mir vorgezogen bei der Prioritätensetzung. Leider Gottes gehören Enttäuschungen dazu. Und es ist nicht so, dass wir das gerne machen, nur weil wir irgendjemanden schaden würden. Ganz im Gegenteil. Aber gerade in solchen Zeiten, ich frage mich, wie wollen Sie es denn machen? Wollen Sie jede paar Monate mit dem Geldkoffer hier verteilen, alle paar Monate? Gerade in solchen Zeiten gehört es dazu, einfach Mut zu haben, weil man es leider nicht nur mit Geld verteilen allen recht machen kann. Und leider hat der Etat, das Arbeits- und Sozialministerium, für mich da keinerlei Anhaltspunkte. Ich kann diesen Mut hier nicht ansatzweise irgendwo erkennen. Und klar, ja, und das, was würden Sie denn machen? Das ist nämlich das ist das Problem. Reine Riesenshow, 65 Milliarden, wir verteilen Geld. Das Allerwichtigste ist natürlich, so schwer es ist, genau da anzusehen, wo die Ursachen sind. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, diese große Show für 65 Milliarden verteilen, hätte ich gerne mal da gehabt, wo man uns präsentiert, was für Bemühungen man alles macht, um das Angebot bei den Energielieferanten zu bieten. Katar, Besuch, nichts rausgekommen. Bei anderen Ländern offensichtlich schon. Eine Atomkraft, das wollen wir nicht. Ich sage nur Ideologie offen. Kohle, Strom, ja, das schaffen wir mal so ein bisschen, aber ja, nicht zu viel. Also klar ist, wenn wir das Angebot nicht erhöhen, werden wir die Probleme nicht lösen und es wird nicht funktionieren, dass Sie alle zwei Monate Geld verteilen. Das Geld haben wir nicht. Es tut mir leid, es so zu sagen. Das Schlimme ist aber, dass so viel dranhängt. Und warum diskutieren wir denn auch leider Gottes auch hier über die Energie? Warum ist das Teil hier auch dieser Debatte? Weil natürlich die Menschen genau das spüren. Weil das sich, nichts ist sozialer, als ob ein Mensch es sich nicht leisten kann, mehr normal einzukaufen, Lebensmittel oder was seine Wohnung heizen kann. Wenn die Wirtschaft leider Gottes sich dank explodierender Stromkosten nicht mehr leisten kann, zu produzieren. Da sind wir doch im Arbeitsministerium. Da ist es gesagt worden, was können wir tun, die zu stärken? Da kommt zu wenig für den Mittelstand. Und leider, die Beschäftigten werden es merken. Da sind wir genau in diesem Etat. Und deshalb kann ich Ihnen nur raten, schmeißen Sie die Ideologie über den Haufen. Sie können, und wir unterstützen, dass die Transformation weitergeht, aber bitte machen Sie 1,5 Jahre Realpolitik. Und nur das zählt für die Menschen im Land, denn die brauchen Ihre Unterstützung und keine Ideologie und Besserwisserei. Es gäbe noch so viel zu sagen. Wir haben ja zum Glück noch eine zweite und dritte Lesung. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass es nicht so schlimm wird, wie es inzwischen viele Wirtschaftsexperten sagen. Letzter Satz, Frau Lauland. Und die letzte Rednerin der Debatte, Bündnis 90 Die Grünen, Stefanie Effner. Dass es Teile dieses Hauses hier gibt, die sich darüber freuen, wenn es Menschen noch schlechter geht und das halt irgendwie dummerweise offenbaren, weil sie vergessen, Mikros aufzumachen, zuzumachen nach Debatten, geschenkt. Passiert. Aber dass andere Teile dieses Hauses diese Debatte auf diese Art und Weise hier heute führen, das finde ich der Angemessenheit, der Lage, in der wir uns befinden, überhaupt nicht angemessen. Wir befinden uns in einer Krise, die den Menschen so viel Sorgen bereitet wie noch nie in diesem Land. Ja, ich komme darauf zurück. Eben Ihr letzter Redebeitrag redet von Energieeinkauf in Katar, von Atomkraftwerken. Ich dachte, wir debattieren den Haushalt des BMAS an dieser Stelle und machen uns darüber Gedanken. Also die Leute interessieren, wie Sie auch, dann bringen Sie faktenfreie Behauptungen in die Debatte, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was wir hier einführen würden.
Das sagt schon eigentlich das Wort bedingungslos. Wir haben eigentlich immer noch eine Bedürftigkeitsprüfung. Manchmal hilft es, wenn man Gesetzentwürfe, über die man debattiert, auch liest, bevor man Menschen hier gegeneinander aufhetzt. Die Menschen erwarten von uns Lösungsvorschläge, und sie dürfen uns gerne kritisieren, aber dann bringen sie ernsthaft auch wirklich ihre Vorschläge in die Debatte ein. Dann freuen wir uns auf die Auseinandersetzung dazu. Wir brauchen an dieser Stelle jetzt zwei Dinge. Ja, das haben Sie immer wieder angesprochen, wir müssen über die Preise für Energie reden, aber das ist Aufgabe von anderen Ressorts. Hier müssen wir darüber reden, wie wir die Folgen des russischen Angriffskrieges sozial abfedern an dieser Stelle. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass die soziale Frage in diesem Haushaltsentwurf eben beantwortet wird und wir jetzt aktuell mit der Bürgergeldreform gleichzeitig an einer Riesenreform in diesem Bereich arbeiten. Kollege Rosemann hat es gesagt, die Aufgaben, die wir uns mit der Bürgergeldreform gestellt haben, die sind noch nicht abgebildet im Haushaltsentwurf. Es war ja noch gar nicht fertig. Und auch die Entscheidungen des Entlastungspaketes vom letzten Wochenende sind eben noch nicht da drin. Und genau das wird jetzt Aufgabe des parlamentarischen Verfahrens sein. Und ja, unsere Aufgabe ist es, Menschen Angst zu nehmen. Denn zu Freiheit gehört auch die Freiheit dazu, keine Angst haben zu müssen, wie ich meine Stromrechnung bezahlen muss. Und genau das sind Aufgaben, die wir uns im Laufe des parlamentarischen Verfahrens zum Bürgergeld stellen müssen, wie wir diese Fragen lösen. Und da laden wir Sie herzlich ein, mit uns konstruktiv daran zu arbeiten. Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen jetzt nicht vor, sodass wir auch in die weiteren Beratungen des Einzelplans